Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zum 12. Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Nabla-Adventskalender. Der ist dieses Jahr auch wieder so stark limitiert, dass er bei Nabla selber schon ausverkauft ist. Habe ich mir selber gekauft, aber erstmal, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe ihn mir bestellt, als er bei Nabla rausgekommen ist. Jetzt, wenn ihr das Video seht, wird er bei Purish verfügbar sein. Schaut in der Infobox vorbei, da setze ich euch den Link rein. Letztes Jahr ging das so schnell, dass er ausverkauft war. Jetzt ist er verfügbar. Ich habe dafür auf der Nabla-Homepage selber 159,90 € bezahlt. Der soll einen Warenwert von 292,50 € haben. Wir haben hier aber nur Full-Sizes drin, nur Originalgrößen. Wir haben hier sehr viele neue Produkte auch mit drin enthalten, aber auch Klassiker. Und ich habe den Inhalt natürlich schon gesehen, weil er auf der Homepage war und ich mir auch ein paar Produkte hier rausgesucht habe. Der hat es in sich, Leute. Die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place stellt ihn auch jetzt vor. Also schaut gerne für eine zweite Meinung nach diesem Video bei ihr vorbei, wenn ihr möchtet. Viele dieser Produkte habt ihr bei mir auch schon im Einsatz gesehen. Und jetzt will ich gar nicht allzu lange um den heißen Brei drum herum reden. Solltest auch du Teil dieser Crew hier werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ich liebe es total, dass wir hier auch wieder diese Blechdose mit am Start haben. Die ist jetzt eher so in diesem weinroten Design. Letztes Jahr hatten wir die in dieser beige-goldenen Richtung. Ne? Super schön als Aufbewahrung, sehr, sehr hochwertig. Und man zahlt sie halt nicht extra mit dazu, was man halt bei anderen Adventskalendern manchmal leider hat. Denn hier haben wir halt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sofern man alle Produkte feiert. Ne? Das muss man halt auch nochmal sagen. Ja. So schaut das Ganze von innen aus. Man kann diesen Adventskalender natürlich alle zwei Tage öffnen. Man kann ihn direkt als Set sehen. Man kann ihn aber auch öffnen, ich glaube so vom 25. Dezember bis zum 6.12. Das müsste dann ja auch so diese Zeit sein, wo die Heiligen Drei Könige nach Bethlehem gereist sind. Und ja, Labarababa, wir gucken jetzt mal rein. Am 1. Dezember haben wir direkt eine absolute Neuheit drin enthalten. Mit 15 Gramm ist es nämlich dieses ganz, ganz neue Puder von Nabla, was ich so schön finde. Es ist transparent und das liebe ich. Das habe ich euch, glaube ich, sogar mal in einem Live gezeigt, was ich gemacht habe. Das ist in Translucent, also es ist halt auch wirklich Translucent. Also es ist ein transparentes Puder. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr möchtet, die Einzelprodukte bei Purish nachbestellen und 10% mit Claudis Welt 10 auf die anderen Sale-Artikel, die es so gibt. Ne? Und ja, das ist halt wirklich auch von der Textur her ein bisschen anders als das normale, was ich auch hier liegen habe und immer gerne so zum Abdecken verwende. Weil das hier hat zum Beispiel auch eine Deckkraft mit dabei und gibt viel, viel mehr Produkt ab. Das einfach mal so als kleiner Kontrast zueinander. Also das Translucent ist halt wirklich wie so eine Art ein Hauch von, aber trotzdem ist es da. Es gibt einen schönen Weichzeichner-Effekt, aber lässt den Glow der Haut halt trotzdem noch durchscheinen. Und das normale Close-Up-Powder ist halt wirklich Kabitjes, ne? Da geht halt wirklich ein bisschen mehr ab. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das hinswatchen soll. Ich habe eben schon einiges auf meinem Körper getestet. Also ihr seht hier tatsächlich auch ungefähr gar nichts. Ne? Also es ist wirklich translucent, während das normale Close-Up-Powder halt ein bisschen Deckkraft mit dabei hat und auch deutlich intensiver zu sehen ist, ne? Und mehr auch diesen Cakey-Effekt geben könnte. Also ich finde, dass dieses Translucent-Powder halt wirklich nochmal eine Verbesserung von dem Puder ist und fand es schon beim Launch so cool und richtig geil, dass es hier mit drin ist. Muss ich wirklich sagen. Leute, am 2. Dezember haben wir eine absolute Neuheit. Jetzt, wo ich den Adventskalender auspacke, ist das Produkt noch gar nicht gelauncht. Ich habe hier auch gerade einen Instagram-Livestream am Laufen. Das heißt, da sehen tatsächlich jetzt auch die Zuschauer, welches Produkt jetzt sehr, sehr bald gelauncht wird. Von Nabla. Lip Candy Oil, Hydrating Lip Oil. Ich habe es selber noch nicht in meinen Händen gehalten. Hier sind 4,5 ml drin enthalten. Und Nabla kann einfach echt diese Umverpackung. Ne? Das ist so schön. Und das ist in der Farbe Litchi. Ich glaube, dass das auch ein Farbton sein oder ja, dass es ein Farbton gewesen wäre, den ich mir auch selber so bestellt hätte. Deswegen feiere ich das gerade so sehr. Oh Gott, ist das schön. Oh Gott. Jeder bringt auch gerade ein Lippenöl raus, ne? Wirklich jeder. Und wie schön sieht das aus? Also ich persönlich finde es sehr, sehr hübsch. Es sieht ein bisschen plastikmäßig aus, bin ich ehrlich, so von der Kappe her, ne? Aber es gefällt mir. Oh Gott, ist da viel drin. Das riecht richtig süß. Ich habe jetzt was auf den Lippen, deswegen kann ich das nicht draufgeben. Ich habe irgendwie auch mich komplett schon angemalt. Es ist transparent, ne? Ich glaube, man bestellt dann halt eher... Wie macht sie da? Hallo. Ja, läuft bei ihr. Es ist spät, wo ich drehe, Leute. Es ist Viertel nach zwölf. Ich glaube, wenn man die Farbe auswählt, bestellt man auch eher aufgrund von dem Duft, ne? Und nicht der Farbe.
Das ist super süß. Oh. Und Lippenöl ist halt tatsächlich auch so ein Zwischending zwischen Lippenpflege und Lipgloss. Und das feiere ich einfach total. Also mittlerweile, ich verwende viel, viel lieber Lippenöle als ein Lipgloss. Es fühlt sich besser an und ich habe halt gleichzeitig auch diesen richtig schönen Pflegeeffekt mit dabei. Geil. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir einen von den ganz, ganz neuen matten Blushes. Da habe ich schon zwar schon zwei Farben von, aber die habe ich noch nicht. Das ist, welche Farbe bist du eigentlich? Die Farbe Enigma, genau. Das ist nämlich ein wunderschöner, kühler Ton. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Ich mag diese Hexagon, Oktagon, irgendwas Gon, also das mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ecken, ne? Ein Sechseck, Verpackung. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine Farbe, die viele verwenden können. Das ist wirklich, glaube ich, sehr universell, oder? Finde ich so schön. Oh, das ist schön. Das ist ein wunderschöner Herbstton. Oi, der bleibt. Natürlich bleibt der. Der möchte angefasst und geswatcht werden. Wirklich etwas kühler. In der Kamera kommt er jetzt etwas heller rüber als im realen Leben, würde ich jetzt mal dazu sagen, ne? Ja, den swatche ich jetzt hier mal an der Seite. Oh. Und die matten Blushes, die neuen von Nabla, sind auch wirklich super schön. Das ist eine schöne Farbe. Das mag ich. Das kann ich mir halt auch wirklich bei vielen vorstellen, ne? Das ist nicht so, ob du jetzt einen kühlen Unterton hast oder einen warmen, ob du super hell bist wie ich oder ein bisschen dunkler unterwegs bist vom Teint her, ne? Ich glaube, das ist schön. Hier haben wir die Nummer 4 und das ist halt wirklich ein Klassiker. Ja, das ist der Angel Aura Primer. Das ist einer der besten Primer, finde ich persönlich, die es so gibt. Dann zeige ich euch jetzt natürlich meinen. Der hier wird verlost. Den habe ich offensichtlich schon sehr geliebt. Und der funktioniert mit eigentlich allen Foundations, es sei denn, die Foundation ist halt wirklich furchtbar, zu meiner Erfahrung. Der hat auch einen schönen Glow mit dabei, was einfach ein wunderschönes Glow from Below gibt. Also, dass wenn du quasi darüber auch eine Foundation aufträgst, sei es eine leichte oder eine deckende, dass du damit ein sehr schönes Finish erzielen kannst. Und der hat halt auch diese hautpflegenden Inhaltsstoffe mit dabei. Der ist fantastisch. Also so gut, dass der halt auch in der Full Size in diesem Adventskalender mit drin ist. Feiere ich total. Und da finde ich auch nicht schlimm, dass wir den letztes Jahr auch schon drin hatten, weil das ist eigentlich ein Produkt, was halt auch leer geht. Also so ein Primer, den verwendest du ja auch wirklich und dann geht er ja irgendwann leer. Am 5. Dezember haben wir ein Produkt, was ich, also das finde ich, ich finde es geil. Die haben ja wirklich viele Neuheiten reingepackt, ne? Den habe ich auch selber hier gleich da. Den Beyond Blurry Soft Focus Sheer Matte Lipstick ist das in der Farbe Dea. Und Dea ist wirklich eine Farbe, die können so viele tragen. Und ich glaube, da freuen sich auch viele drüber. Denn das ist jetzt nicht irgendwie ein super krasser Ton. Das kommt wahrscheinlich gleich noch bei dem Adventskalender. Sondern es ist ein wunderschöner, auch zu dem Blush richtig gut passender Ton. Auch ein bisschen kühler, aber eher in die Nude-Richtung unterwegs. Ne, komm, das machen wir jetzt einfach mal über dem Puder. Was soll der Falschgeiz? Und diese Beyond Blurries sind halt auch wirklich sehr schön auf den Lippen. Ich persönlich finde sie nicht zu sehr austrocknend oder so, aber trotzdem super haltbar. Also schön, dass es mit drin ist. Ich freue mich. Am 6. Dezember habe ich ein Backup zu meiner Vigious Waterproof von Nabla. Die habe ich quasi gerade aufgebraucht. Die seht ihr oder habt ihr, glaube ich, auch schon in meinem Aufgebraucht-Video gesehen. Die ist meiner Meinung nach nicht wie die normale Vigious Mascara. Das sind schon zwei sehr, sehr unterschiedliche. Die heißen nur beide Vigious. Die haben unterschiedliche Bürstchen. Diese hier ist super schwer abschminkbar. Die Vigious lässt sich gut abschminken. Also, ne? Das Ergebnis ist bei beiden sehr, sehr schön. Wobei die hier nicht so zickig ist. Ich finde es aber schön, dass die halt die neue Vigious in Waterproof hier reingegeben haben. Das muss man sich mal überlegen. Als würde Nabla sagen, okay, wir machen hier 50% auf unsere Neuheiten. Ich liebe das Design. Kati rennt schreiend davor weg, ich weiß. ich mag das Bürstchen, das ist halt so ein Gummibürstchen. Ich mag, wie sie auf meinen Wimpern ist. Ich mag es überhaupt nicht, sie abzuschminken. Ich mag die Haltbarkeit davon. Es ist eine coole Mascara und ich finde es auch geil, dass die halt die neue davon reingepackt haben und nicht die Vorversion halt davon, ne? Definitiv. Hier sieht man auch nochmal angeblich einen Vorher-Nachher-Effekt, aber ganz ehrlich, sie hat auch einen derben Vorher-Nachher-Effekt. Na doch, das kommt schon so ein bisschen hin. Ein bisschen kommt das hin. Aber bei mir sind halt noch ein bisschen längere Wimpern am Start, da geht die nochmal ein bisschen mehr ab. Sie trennt die Wimpern halt auch vernünftig, was ich gut finde, ne? Sie verklebt die nicht so wie die Nabla Vigious, die normale. Ich glaube, wenn man die beiden in Kombi verwendet, dann hat man eigentlich so das perfekte Ergebnis, wie ich es persönlich auf meinen Wimpern liebe.
Auch am 7. Dezember haben wir ein Produkt drin enthalten, was ich noch gar nicht da habe. Und zwar ist es einer von den Cupid's Arrows, der Full Color Stylo. Und das hier ist die Farbe 11, wenn ich das richtig gesehen habe. Der Arrow Nummer 11, genau, in Deep Brown, also ein dunkelbrauner Kajal. Ich glaube, viele tragen mittlerweile auch eher so zurückhaltende Looks und dann kommt das eigentlich ganz gut, sodass man sich den zum Beispiel auf die Wasserlinie gibt oder halt dann auch so ein bisschen als Eyeliner vorarbeitet, macht, wie auch immer. Oder sogar als Lidschattenbasis, denn dafür sind die echt gut geeignet. Und der gibt, glaube ich, auch einen relativ schönen, natürlichen Look. Und für manche ist halt zum Beispiel so ein Schwarz viel zu hart, ne, dass man das nicht so gerne mag. Den kann ich euch auch mal swatchen. Und das ist halt so ein absolut dunkles Braun. Das ist so ein richtiges Zwischending zwischen Schwarz und Braun. Das finde ich super interessant. Ne? Also eine coole Farbe. Wirklich eine coole Farbe und den kann man halt am Anfang super auch so großflächig auftragen, dann so ein bisschen verblenden mit dem Finger oder mit dem Pinsel und darauf halt auch Lidschatten auftragen, wenn man möchte. Aber irgendwann settet der sich halt so gut und hält. Der hält und hält und hält, sowohl in der Wasserlinie als auch dann letztendlich auf dem Auge und das finde ich sehr, sehr, sehr geil. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir was drin enthalten, wo Sarah Isabel sich einfach tierisch drüber freuen würde, weil sie liebt diese Glorious Lights Paletten von Nabla. Das ist eine Glitterpalette und hier haben wir 4 Gramm drin enthalten. Alle schwärmen davon, ne? Alle von meinen Kolleginnen und Kollegen, was ich da so gehört habe, dass die so großartig sein soll. Ich traue mich da irgendwie immer noch nicht dran, nach wie vor, weil das halt sehr groben Schimmer beinhaltet. Also ich glaube auch Jennys Highlights hat die schon mal gezeigt, ne? Divine, Leo, Libra und Aura sind hier die Farbbezeichnungen. Ich muss das nochmal auf mich wirken lassen und mich noch ein bisschen mit meinen Kolleginnen so ein bisschen mal kurz schließen und die fragen, ob das wirklich was für mich wäre, weil die mich ja auch ein bisschen kennen, ne? Aber ich glaube, dass das eher eine Palette wäre, wenn ich sie behalten würde, die ich dann eher so Richtung Halloween oder Karneval zum Einsatz bringe, aber weniger in meinen klassischen Looks integriere. Und dann wäre es ein bisschen schade, wenn ich die behalte. Das heißt, die werde ich dann wahrscheinlich auch mal verlosen, auch wenn die wunderschön aussehen. Und so wie ich gehört habe, sollen die Töne halt auch so ein bisschen was mit drin haben, dass die halt keinen Glitterglue oder sowas brauchen, weil die das theoretisch selber mit drin hätten. Ich glaube aber, ich würde trotzdem noch den NYX Glitterglue dazu kombinieren. Weiß ich nicht. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Lip Liner freuen und auch die Farbe habe ich noch nicht. Das ist der Close-Up Lip Shaper in 1,12 Gramm. Das ist die Farbe Nude 3,5. Das ist einmal dieser Lip Liner hier und ich denke, dass der super gut auch zu dem Dea passen wird. Und ich finde auch die Lip Liner von Nabla überragend. Also die halten richtig gut, die fließen dir nicht in die Fältchen. Sollte ich vielleicht mal wirklich auch für meine Adventskalender-Unboxings verwenden. Aber ich glaube, die haben kein Rot. Ne? Genau, also das ist auch ein sehr, sehr schöner Ton. Vielleicht ein bisschen zu dunkel für mich. Aber ich glaube, ja, der passt richtig gut zu dem Dea. Aber ich glaube, dass er mir zu dunkel ist. Deswegen werde ich den wahrscheinlich auch nicht behalten und den dann auch demnächst mal verlosen oder so. Muss ich nochmal gucken. Genau, aber schön, dass es drin ist und dass es halt auch so passend zu dem Lippenstift ist. Denn der ist, glaube ich, noch ein bisschen bräunlich. Ich will den jetzt doch swatchen, komm. Ich bin jetzt neugierig. Wir sind hier nicht irgendwie, ne? Nee, wir wollen den swatchen und das passt perfekt. Oh, ei, aber der ist wirklich noch ein bisschen dunkler als der Dea Lippenstift selber. Aber es passt gut zusammen, glaube ich. Auch in der Nummer 10 darf es mit einem wundervollen Lippenstift weitergehen. Das ist der Beyond Jelly und zwar mit, ja, auch Originalgröße in der Farbe Nocturna. Auch den werde ich dann demnächst mal verlosen, weil die Farbe habe ich tatsächlich auch schon da. Die ist jetzt ein bisschen härter unterwegs. Also da haben wir jetzt nicht so einen eher soften Ton, sondern es ist halt wirklich abgefahren. Ne? Der ist auf den Lippen natürlich jetzt nicht so lila, wie jetzt hier so in dem Bullet zu sehen, aber der ist schon dunkel. Ne? Also das ist schon ein bisschen was anderes. Vor allem, wenn er sich dann, also wenn ich den auf den Lippen habe, das sieht schon abgefahren aus. Also das ist für mich eher so ein Ton, den ich trage, wenn ich so einen ganz, ganz dezenten Look geschminkt habe und möchte, dass die Lippe halt entsprechend wirkt. Weil ich finde, an mir wirkt der auch sehr violett. Ne? Als hätte ich halt wirklich sehr violette Lippen, als wäre mir sehr, sehr kalt vielleicht. Naja, aber das muss man mal gucken. Ich mag die Textur von den Beyond Jellies tatsächlich auch ein bisschen lieber auf meinen Lippen als die Beyond Blurries, weil die ein bisschen feuchtigkeitsspendender sind. Aber dafür ist die Haltbarkeit bei den Beyond Blurries halt unglaublich gut.
Am 11. Dezember haben wir die Side-by-Side Nude Palette Baby am Start. Das ist einmal eine kleine Variante von der Side-by-Side. Die Side-by-Side habe ich hier. Da wollte ich jetzt gleich nämlich mal gucken, ob die Töne sich unterscheiden oder ob sie sich nicht unterscheiden. Es ist eine wunderschöne Nude Palette in einer extrem schönen Verpackung, die so genial, aber wirklich so genial zu der Umverpackung passt. Dieses Aubergine ist halt schon sehr, sehr schön. Und hier sind auch wirklich tolle Töne drin. Und ich glaube, viele von uns freuen sich darüber. Natürlich ist es mal wieder eine Nude-Palette. Aber das ist halt so das Steckenpferd von Nabla, muss man wirklich sagen, was halt so Paletten angeht. Ich meine, dass das auch die... Nee, das sind nicht die Töne. Das sind andere Töne. Wobei sie sich... Nee, das sind andere Töne. Schön, okay. Also meine ist nämlich, also die ist schon sehr gut benutzt. Ich habe sie sehr, sehr lieb, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber es sind schon andere Töne auch. Also selbst dieses Schwarz ist schwärzer als bei der normalen Palette. Das finde ich natürlich cool, muss ich sagen. Selbst das Honey Blanche ist heller als der Ray of Light. Das finde ich ja schon wieder cool. Und der To Me, der hellste matte Ton, ist dunkler als der hellste matte Ton der Rarity aus der anderen Palette. Das ist schon eine Ergänzung dazu. Okay, ja gut. Ach komm, wir gucken uns die Töne dann mal an. Dann kann ich mir auf jeden Fall mal den Sunny Blanche... Oh Gott. Schön. Ja, fühlt sich sehr, sehr angenehm am Finger an. Ne? Das ist halt ein sehr seidiger Schimmerton. Dann habe ich hier den Full Moon. Der wird ein bisschen gröber unterwegs sein. Genau. Den möchte ich mir auf jeden Fall mal angucken. Und ich glaube, ich möchte mir auch den Flemish angucken. Das ist dieser matte Ton hier. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Es ist auch eine schöne Reisepalette, muss ich sagen. Also die kannst du definitiv besser mitnehmen als die große Side-by-Side-Palette. Ja, hier habe ich eben... Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier in meiner Handinnenfläche geswatcht hatte, aber irgendwas hatte ich da auch schon drin geswatcht. Okay. Ach, interessant. Der Full Moon ist eher so ein Topper, würde ich fast schon sagen. Oh... Und der matte Ton ist halt auch wirklich sehr satt, ne? Das sieht sehr schön aus. Ich habe die Babypalette nämlich noch gar nicht, weil ich dachte immer, die sind sich zu ähnlich. Aber wenn du die dann wirklich mal live vor dir hast, kannst du ja mal vergleichen. Ich meine, die hatte ich sogar auch schon mal in irgendeiner anderen Geschichte mit drin. Aber ich finde sie sehr schön. Das ist cool. Ja, und wir haben gleich sogar noch ein Kläppchen vor uns, Leute. Das ist ja crazy. Kommen wir zum Highlight des Adventskalenders. Die Nummer 12 ist von Nabla, die Viper Lip Mask, aber in der exklusiven Richtung Cookie. Aktuell habe ich in Anwendung die in dieser Kokonat-Irgendwas-Geschichte. Die steht bei mir am Bett und ich verwende sie jeden Abend und so gerne. Die macht mir so tolle Lippen. Über Nacht werden die Lippen echt schön gemacht und das tut mir einfach gut. Und hier haben wir... auch wieder was ganz Neues und zwar so neu, dass es noch gar nicht auf dem Markt ist. Und das finde ich einfach richtig geil und richtig passend für den Adventskalender, dass es einfach nach Keksteig riechen soll. Hallo. Und das tut es, oh mein Gott, oh mein Gott. Das riecht so gut. Die möchte ich direkt mit einem Löffel essen. Das ist ja richtig geil. Also wirklich, finde ich total abgefahren, was wir in diesem Adventskalender finden. Ich liebe es, dass die so viele Neuheiten, dass die im Prinzip all ihre Neuheiten hier reingepackt haben. Es ist überhaupt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das muss jetzt eigentlich nicht sein oder das tritt jetzt vielleicht irgendwem auf den Schlips oder so. Nee, also wir haben hier sehr, 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 sehr tolle Produkte in dem Adventskalender. Und ich glaube, dass viele sich darüber freuen, dass man da auch einfach so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis von Nabla geboten bekommt. Ne? Ja, ich bin mal gespannt, wie lange es dieses Jahr dauern wird, bis er ausverkauft ist, wie viele Stunden eigentlich nur. Ne? Aber es ist definitiv ein lohnenswerter Adventskalender und ich freue mich sehr, dass ich ihn euch einfach mal jetzt zeigen konnte und euch die Produkte präsentieren konnte, dass ich euch, ja, einfach den Hinweis geben kann, hey Leute, es gibt hier gerade ein richtig krasses Pferd auf dem Markt. Gönnt euch das hart, wenn ihr möchtet. Aber seid schnell. Link dazu ist natürlich in der Infobox. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr möchtet. Sollte ich von Purish irgendeinen Code bekommen haben, ist er natürlich auch eingeblendet gewesen und steht auch nochmal in der Infobox. Und ja, dann wäre es das hier von mir gewesen. Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Und dann ja, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.